Hallo zusammen, herzlich willkommen zur nächsten Folge von SkyQuest. Eve SkyQuest. Die spielt SkyQuest und ich spiele Wolf. Passt schon. Was mir gerade eins fällt. Ich will ja diese Folge losgehen. Was ihm gerade eins fällt? Ich will diese Folge hingehen und mir auf die Socken machen in den Nether. Nur ist die Frage, was nehme ich für eine Rüstung? Wenn du Blaze Rod bist, dann brauchst du keine Rüstung. Aber ich will Rüstung anziehen. Ohne Rüstung geht's nicht. Sag mal, hast du noch... Ach nee, Conduit. Wieso habe ich denn keine... Ich will keine Eisenrüstung machen, weil... Ich war schon im Nether und ich hatte keine Rüstung. Ich mach mir eine Eisenrüstung. Also. Haben wir irgendwo normalen Enchanten? Ich hasse Early. Dingens. Crafting Table? Nee, haben wir nicht. Baue ich mir ein. Redstone Conduit. Was soll ich denn wissen, wie viel Strom die leiten hier? Ach da, diese Energy Conduit wollte ich haben. Dafür brauchen wir Conduit Dings und dann brauchen wir Iron. Kannst du mich selbst? Jetzt habe ich gerade zwei Hosen gebaut. Kannst du mich selbst? Schuhe bauen. Ah doch, ich hab doch was beeindruckt. Und eine jetzt Chest. Haben wir eine Hose MME. So, ich zieh jetzt los. Tschüss! Kommt nicht mehr wieder, bitte. Halt, was essen muss ich noch mitnehmen. Gut. Dass man das nicht nach Kategorien sortieren kann, ne? Vielleicht jetzt doch, ich weiß es nicht. So wie es im Creative-Modus ist, finde ich cool. Wie komme ich da am besten? Kann ich da über das Nodop-Portal relativ schnell hinkommen? Wohin? In den Nether? Der hat kein eigenes Portal. Zum Dingens. Ja, du musst nur zum Spawn in die Mitte. Da haben wir aber kein Dingens, oder? Doch, Standfleck. Also ist der Teleporter extra für uns oder wofür ist der eingerichtet? Ja, er hat gesagt, ob er uns anschließen soll. Da habe ich gesagt, ja, mach ich. Damit wir halt auch. Ich find's gut. Wirklich praktisch. Closed. Twilight Forest, große Eröffnung. Folge 30. Hölle ja, und Farmworld. Ich geh mal kurz halt in die Farmworld reingucken. Da ist halt eine ganz normale Welt wie hier. Nur dass du, wie soll ich sagen? Also die Ärzte sind erst irgendwie 2 Milliarden Ebenen niedriger. Und guck mal, ob da schon einer eine Query hingestellt hat. Ja, hier war auf jeden Fall einer am Werkeln. Und da hinten ist eine. Ist die groß? Ja, hier sind ein paar. Alter, der hat eine riesengroße. Ich weiß gar nicht, wie man die macht. Wie man die groß macht. Ich weiß, es gibt irgendwie Marker oder sowas, die man außen hinstellt. Ja, ich weiß, wie das funktioniert. Wie heißen die denn, die man braucht dafür? Hey, was macht er denn hier? Ah, eine Landmark heißen die, ne? Heißen die einfach nur Landmark, Early? Nee. Keine Ahnung. Wenn das so eine... Alter! Sieht so ein Energy Cell? Okay, was ist das? Das ist die Query. Wie er nicht mit mir redet. Ja, das müsste der Landmark sein, ja. Alter, die Query hier, die geht richtig ab. Hat er denn so viel Strom? Ich weiß nicht, wo er Strom hernimmt. Das ist eine Advanced Photovoltaic Cell. Jetzt rede ich sie, ist das Ding mit. Das könnte ein Ding sein. Eine Advanced Photovoltaic Cell habe ich auch. Was war das Ding? Strom produzieren, du Lappen. Ich komm mal, ich hab ja auch eine Query, aber ich habe halt keine Ahnung, wie sie funktionieren. Wenn du weißt, wie das geht, dann kannst du mir erklären. Wir brauchen auf jeden Fall Pipe. Das ist auch nicht das Problem. Erzähl mir mal lieber, was man. Ich habe gehört, man muss das Gebiet abstecken, oder? Aber du kannst Query auch so nutzen, wenn du das Gebiet aber größer haben möchtest. Guck mal, wenn du eine Query normal benutzt, kriegst du ein Loch wie. Wo war das? Hier vorne. Ja, warte, ich komme erstmal in die Farmwelt. Hä, warst du nicht eben bei mir? Nein. Da war das eine andere Wolf. Ja, könnte schon sein. Und ich rede mit dir und denk, du stehst neben mir. Ach nee, das war so ein Scheiß von meinen Kugeln. So, ich bin da und ich habe keine Ahnung, wie hier ist Eis überall. Also, bei einer normalen Query kriegst du so. Wo bist du denn? Ach, da bist du, ja. Hier, so ein Loch kriegst du bei einer. Wenn ihr so viel Chests hingestellt. Alter. Was denn? Alter, leck mir da am Arsch, Balu, wir müssen lieber. Was ist hier passiert? Leck mich am Arsch, Alter, was ging denn hier ab? Was haben die denn hier gemacht? Boah, sehr viele Solargeneratoren. Hier hat die Query anders abgesteckt und dadurch ist die Query hier. Die hat aber keine Energie mehr. Ja, ist ja erstmal egal, aber. Nein!
Ich mache hier nichts kaputt. Okay, also das macht Redstone. Er hat sich vielleicht ausgeschaltet, weil die Redstone... Alter, Balu, komm mal hier hoch! Wo bist denn du? Hier sind 20 Creeper. Ich weiß nicht, wo du bist. Ah, da! Und er ist weg. Hier sind so viele Creeper. Ja. Okay, also man macht eine Quarry und die buddelt einen ein Loch nach unten. Ich probiere das erstmal aus. Das hast du in meinem Leben noch nie gemacht. Weißt du, das Problem ist nämlich, dass diese Farmwelt erst ab einer sehr niedrigen Tiefe Items beinhaltet. Ja, deswegen haben die sich das so platziert. Aber jetzt will ich das auch mal ausprobieren. Warum ist die denn so flach? Ist das Absicht? Die sieht voll seltsam aus, diese Welt. Voll die komische Welt. Also warte mal, wo ist der Spawn? Dann fliegen wir von da aus. Ich habe keine Ahnung, wohin. Da ist eine Quarry. Gucken wir uns die mal an. Und jede Menge Rohre. Und überhaupt. Ah, das muss Notab sein. So, und du musst auf jeden Fall die Quarry musst halt an vier Kisten anschließen. Sonst läuft die Quarry über. Also wir brauchen viele Pipes dafür. und viel Energie auf jeden Fall. Sonst dauert das Ding einfach ewig. Bist du an der großen Quarry? Ich bin gerade mal bei der Unterirdischen. Ich guck halt mal, was die alle hier machen mit den Quarries. Und dann nee, bei der anderen. Und dann arbeitet die. Ja, ich weiß, was du bist. Ja, sie fährt. Ich seh's. Aber wieso haben die so einen riesengroßen Bereich? Wie haben die das abgesteckt? Kannst du abstecken mit diesen Landmarks. Ja, aber keine Landmarks. Ja, die sind einfach herzustellen. Kosten ja nichts. Ich will jetzt erstmal eine normale Quarry testen, bevor ich hier irgendwie so einen Quatsch mache. Hast du Energie dabei? Sie haben alle. Ja, ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Brauchen wir Appetite? Nee, ne? Nein, Appetite ist sowas wie Fertilizer. Wo bist du? Da. Ich weiß nur nicht, wo wir aufstellen sollen. Nehmen wir hier das Blumenwiese. Du haust ja gleich sowieso wieder ab. Dass du mal kurz mein Kram mitnimmst. Hier, Ender-Fragment habe ich bekommen. Alter, was sind das für Sachen? Ich kenne die überhaupt gar nicht. Ich stelle die Query jetzt mal hier auf die Blumenwiese. Erstmal ausprobieren. Und so habe ich hier einmal die Stromversorgung, ja, die Query. Und da machen wir den Strom, das Stromding drauf. So. Was ist das für eine Query? Achso. Das ist erstmal die Stromversorgung, ja? So, und dann habe ich hier die Query. Die stelle ich jetzt einfach irgendwo hin, ja? Irgendwo hin. Ja, die muss halt mit Strom verbunden sein. Ah, warte mal, okay. Die will... Aha, in dem das Bereich. Das ist dem Bereich. Okay. Oben kommen die Items raus. Sekunde. Und rechts oder links kannst du Strom anschließen. Okay, warte. Da machen wir die hier ein bisschen näher ran. So. Okay, da habe ich hier eine goldene Chest. Eine Dia-Chest. Ich wette, das ist zu wenig, aber ist egal. Jetzt Item-Conduit. Ja, geil, die funktionieren nicht damit. Immer weg, Balu. Deswegen haben die alle andere Rohre genommen. Immer weg. Problem gelöst. So. Aber Strom. Ja, ich wette, dann kann ich auch keinen Strom anschließen, warte. Der Strom einfach direkt daneben. Ah, der doch, der geht, komischerweise. Ja, so, ist geht. Dran. Was passiert jetzt? It's a kind of magic. Oh, das geht jetzt viel schneller, weil er so viel Strom kriegt. Magic! Das normalerweise Ewigkeiten. Alter, die geht jetzt richtig ab. In Monster hatten wir immer das Problem, dass es so schnell ging. Das nicht. Monster hat das immer Jahre gedauert. Aber unsere Quarry macht schon Minusstrom. Die braucht mehr von den Solarzellen. Nee, passt doch. Nee, nix, passt doch. Doch, die ist dauerhaft voll. Guck mal, die Solarzelle oben drauf bringt doch gar nicht genug. Ach so, die Solarzelle. Ja, gut. Irgendwann wird die Quarry halt langsam werden, ne? Da muss man noch mehr von den Solarzellen bauen oder so. Ich glaube, davon brauchen wir noch vier Stück. Da brauchen wir nur einen Balui und einen Redstone Torch für. Und dann kann man den Bereich. Oder das schmeißen wir auch raus hier. Was passiert, wenn ich hier reinfliege? Sterbe ich? Nein. Nein. Hallo. ich habe ja schon viel gesehen, aber das habe ich noch nicht gesehen. Das ist eigentlich ganz schön. Mit den Landmarks. Was passiert da, Early? Da fliegt lauter Zeug. Ach so, das ist dein. Das hab ich rausgeschmissen. Das haben wir mit dem ganzen Dirt da drin. Ich müll die Kiste nur voll. Aber du verstehst, wie das funktioniert jetzt. Ja, mit jetzt will ich mal gucken, wie die das mit den Items hier machen. Was haben die für Rohre genommen, die Chaoten? Und zwar ganz normale. Ah, hier, der vernichtet einfach. Ah. Appetite, Cobblestone, Sand und Dirt wird direkt vernichtet. Aha, das ist also ein Filterknotenpunkt, ich verstehe. So, und dann hat er hier einfach alles sinnvolle Zeug.
Ach du meine, du ahnst es ja nicht. Ich hab die Rohre doch probiert. Stone Transfer Pipe. War ja trotzdem der Müll drin, obwohl er ihn rausgefiltert hat, das verstehe ich nicht. Wer hat er das erst später angebracht? Ich guck gerade, ob irgendwo was Sinnvolles drin ist, aber bisher nicht. Alter, so viele Chests mit so viel Müll drin. Glaubt das ja bald nicht mehr. Ja, vielleicht sind wir auf noch, ist er noch auf zu noch höheren Ebene. Wahrscheinlich ist wieder Kram drin, den er hier rausgeholt hat. Aus dem oberen Bereich noch. Kann natürlich sein. Ja, das muss einfach mal nachbauen. Unsere Zelle ist gleich leer und über Nacht läuft die dann gar nicht. Aber hier ist die ganze Welt dauerhaft aktiv? Nee, ne? Ja, doch, die Chunks werden geladen. Von der kompletten Welt? Von dieser Welt hier, ja. Also die Query ist gleichzeitig ein Chunkloader. Ja, das schon, aber ich weiß nicht, ob die Query ein Chunkloader für den kompletten Bereich ist. Also als ich sie aufgestellt habe, stand da, the Query will keep two Chunkloaded. Ja. Aber ich weiß nicht, ob wenn du das Gebiet erweiterst, ob das dann auch noch loaded hält. Das ist halt keine Ahnung. Ich wollte in die Hölle. Ich habe ihn noch diese Runde, diese Folge. Ja, yeah, wird schon knapp. Never! Ich habe mich so gefreut, dass wir Appetite gefunden hatten. Und es ist so 0815 Zeug. Naja. Okay. Fakt ist, wir brauchen mehr Solarzellen und jetzt ist der Strom nämlich auch gebaut. Ah, jetzt braucht die Query langsamer. Lol. Wie ihr seht. Hier ist ein Wither-Skelett-Spawner. Direkt beim Anfang, Spawn? Oder was? Ja, und ich habe schon eine Necrotic Bone grad. Dann hebt die gut auf, die brauchen wir. Für die Hard-Container und so. Oder spawnen schon direkt welche. Komische Welt hier. Also rein theoretisch, wenn ich ein Wither-Skelett werde, kann ich doch die Leute ursachen, richtig? Muss die angreifen? Was ist das? Wer hat sich denn diesen Palast hier gebaut? Jetzt weiß ich, was du meinst mit wem gehört das? Alter. Crazy shit. Wie verwandle ich mich denn in ein Wither-Skelett, Baloui? Crazy. Indem du das tötest und dann ich habe mehrere Arten von Skeletten, die ich hier zur Auswahl habe. Wie ändere ich die Art? Ja, nein, das weiß ich nicht. Hier hat der Carpenter das Schrägen reingesetzt. Schön. Schön gemacht hat er das. So gut kann ich das nicht. Oh, ich glaube, mich verwandeln. Fakt ist, wir brauchen mehr Zeug. Mehr Erze, mehr Zeug. Falls ihr wisst, was Zeug ist. Zeug halt. Also ich habe hier schon 3 Necrotic Bones. Also ich glaube, darum müssen wir uns keine Sorgen machen, weil die kannst du farmen ohne Ende hier. Damit kannst du reich werden. So. Was wollt ihr denn jetzt organisieren? Redstone. Ich kann mich auf jeden Fall auch in einen Blaze verwandeln. Was hier unten denn? Hier zieht sich einer die Lava ab. Was ist das? Ein Ender-Tank? Lol. Also hat einer ein Ender-System da unten hingesetzt? Ja, hier ist ein Ender-Tank. Damit kannst du das wahrscheinlich rüber transportieren. Ja, es gibt eine Ender... nicht eine Ender-Query, sondern ja, irgendwie so ein Transportsystem gibt es wohl. Habe ich mal von gehört. Ender-Thermic Pump? Ja, genau. Und dadurch zieht er durchgehend hier... Das müssen wir auch machen, Baloui. Ja, aber wofür brauchen wir das? Energie. Du kannst auch Lava in Energie umwandeln. Das stimmt. Und in der Hölle hast du auch genug Lava. Und wenn du einfach den Lava sie hier leer ziehst, packst du einen Chunkloader dazwischen. Brauchst du, glaube ich, nicht. Die Ender Pump ist ein Chunkloader. Nee, hier steht einer neben. Ich denke mal, das kommt von Nodop. Nee. Alle aber nicht Nodop. Nein, das kann nicht von Nodop sein bisher. Never ever, lelelele. Bist du im Nether? Nein. Ich bin auch in der normalen Welt und weil du nicht farm gehst, muss ich das jetzt tun. Blödes Vieh. Wir haben auch nicht mal ein Enchantment Table, aber wobei man kann ja die Terminal Expansion Sachen eh nicht verzaubern. Was haben wir hier? Auch falsch abgebogen. Mein Durchgang. Hier, da. Kobaltohr. Ach, das kann ich gar nicht abbauen. Brauchen wir... ich nehme einfach alles mit.
Nimm alles mit, was du finden kannst. Aber ich glaube, Adidas im Nether gibt es halt nicht so viel Tolles. Adidas. Ardit. Ardit Ohr. Ardit. Ardite. Das ist gemein. Also die meisten hier, die ja hier in dem Projekt sind, waren ja in TechTown 1 schon dabei. Die wissen also im Prinzip auch die wichtigsten Funktionen ihrer Maschinen und so. Da sind wir echt ganz schön im Nachteil bei manchen Sachen. Oder bei vielen. Kein normaler Mensch weiß doch, wie so eine... Oh, Dias! Ich hab einen Witherkopf. Dias! Ich hab einen Witherkopf. Zwei Dias. So, der Kack. Bisschen wenig. Wusstest du, dass man als Wisp in einem 1x1-Gang farmen kann? Voll cool. Ja. Erzähl mal was Neues, Balou. Ja, stimmt. Du hast Galaxy gespielt. Entschuldigung. Ich hab einen Witherskull. Cool. Und wusstest du, dass es hier Mega-Kohle gibt und Mega-Eisen und so? Oh, diese Hetzger, das gibt es hier. Diese Spinnen, die sich teilen, wenn du sie tötest. Nein, ja. Komm zurück, Spinni! Sie ist in die Lava gefallen. Hier den coolen Hut auf. Oh, nicht weinen. Alles gut. Oh, hier sind Gravestones. Darf ich die abbauen? Das, ach so, die Gravestones, die im Nether sind, sind normale, da passiert nichts. Kannst gerne abbauen, aber da ist nichts drin. Ist ja langweilig. Ich brauch Redstone und ich finde keins, wie immer. Oh, weißt du, man muss nur mit dem Spiel reden. So, jetzt bin ich ein Gas. Oh, geil, ich hab 9 Hut. 9 was? 9 coolen Hut. Was hab ich denn aktuell für einen Hut? Beste Hut ist eh der mit den riesen Augen. Ich sammle auf jeden Fall diese Blood Springs. Oder Red Springs oder was das war. Die können wir für allen möglichen Kram benutzen. Flame Strings, die meine ich. Flame Strings? Ja, die brauchen wir ja relativ oft für irgendwelche teuren Bögen oder so. Deswegen nehme ich die mal mit. Man weiß ja nie. Schließlich unverhofft kommt oft. Oder so. Kobalt. Du musst auf jeden Fall nochmal sagen, wie ich hier wieder rauskomme. Ich weiß nämlich nicht, wo das spawnt. Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe mir einen Waypoint dahingesetzt. Und du? Kannst sterben, das hilft. Ja, okay, ich schmeiße alles weg, was ich jetzt habe. Ja, du hast eh nichts Wichtiges. Ich habe ein Miniaturherz. Ich habe ein Wither Skull. Ein paar Wither Bones. Was soll's? Brauchen wir doch nicht. Alles weg, okay. Tschüss. Weiß, dass es in einem Grabstein ist und ich den dann einfach suche und selber mir hole. Weil ich habe mir einen Wegpunkt gesetzt. War mehr Freundchen. Muss ich dich jetzt da schon rausholen, weil du jetzt schon nicht mehr nach Hause warst? Nein, nicht du. Ich meine den Fuck. So. Bam! Return to Sander. Was? Ich habe den Erfolg aber nicht bekommen. Ist die überhaupt schon Erfolge? Achievements. Ach scheiße. Muss mir immer hoch. Dingens. Time to mine. Ich hab mir doch schon eine Pickaxe gebaut. Ich Idiot, ich hab die Pickaxe mit angenommen. Eindeutig ein Idiot. Ja, Early, aber wir müssen was machen. Wir hoffen, euch hat die ganze Folge gefallen. Early werde ich vielleicht aus dem Netherraum befreien. Vielleicht aber auch in der nächsten Folge. Mal gucken. Weil ich bin gerade in der Mine. Oh Gott, hier sind diese Nether-Fledermäuse. Die dich anfliegen und dann explodieren. Ja, nein, die explodieren eigentlich nicht. Oh, ich hatte das. Wohl auf Geld habe ich bekommen, oh, whatever. Mach weiter, Balou. Ja, hat mir jetzt gefallen. Lass ein Däumchen nach oben da. Guck bei den anderen Bekloppten vorbei, die alle verlinkt sind. Ich habe mich verlaufen. Das ist mein Durchgang. Da. Und dann würde ich sagen, schaltet die Tage zur nächsten Folge ein. Das läuft ja nicht ganz so regelmäßig wie manch anderes Projekt, sondern es kommt einfach nur immer dann, wenn wir Lust haben. Genau. Und genau. Ja, wir machen halt auch einiges offscreen. Ja, wenn man so Farmarbeiten oder so, ist es immer interessanter, wenn man das etwas offscreen macht oder so. Ja, oder wir streamen das mal, was weiß ich. Mal gucken. Das ist immer eine gute Idee. Lava! Lava? Lava. Da Lava. Nicht so, Freunde. Okay.
Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.